Bevor das Video losgeht, muss ich an dieser Stelle nochmal kurz unterbrechen. Denn der liebe Max vom Kanal Schlohl hat mich bei dem letzten Video auf etwas hingewiesen, wo ich etwas fehlerhaft dargestellt habe. Denn bei einem Merch kommt es nicht immer zu einem Commit. Es gibt nur einen Commit, falls es Merch-Konflikte gibt. Wenn man die dann beseitigt hat, daraus resultiert dann der Commit beim Merch. Das heißt, nicht bei jedem Merch, also bei einem Fast-Forward-Merch zum Beispiel, wenn ich das einfach reinmerge und geht alles perfekt hinbekommt, also es keine Merch-Konflikte gibt, dann gibt es da keinen Commit. Dies nur als Verbesserung und ja, vielen Dank Max und falls ihr euch für Unity-Spieleprogrammierung interessiert, guckt gerne mal auf seinem Kanal vorbei, der ist nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Herzlich willkommen zu dem nun achten Video in dieser Reihe und heute ist es ein etwas kürzeres Video, aber etwas, was einem trotzdem hilft. Denn falls ihr schon mal irgendwie mit Git gearbeitet habt oder jetzt hoffentlich nach der Reihe schon ein bisschen, weil ich sollte zwischendurch das auch mal ausholen, was ich euch so erzähle. Es gibt die Möglichkeit, dass man eine Git-Ignore erstellt, also eine bestimmte Datei. Und was die genau macht, ist folgendes. Denn immer wenn wir irgendwas an der Datei ändern, dann müssen wir die hinzufügen und dann hochladen. Aber beispielsweise in IntelliJ oder auch anderen IDEs kann man das so einstellen, dass jede neue Datei automatisch zu Git hinzugefügt wird, weil das muss man sonst relativ oft machen und meistens will man die eher zu Git hinzufügen als nicht. Und es gibt aber immer noch so ein paar Ausnahmen, die man gar nicht in der Git Repository haben will. Beispielsweise in IntelliJ ist das so, es werden in EML oder XML-Dateien gespeichert, welche Fenster gerade offen sind, wo die positioniert sind, wie das ganze Layout aussieht und so weiter und so fort. Das will man ja auch nicht hochpushen, weil nicht jeder, der sich das runterlädt, hat ja Lust mit dem gleichen Layout zu arbeiten oder also einfach so Editor-Konfigurationsdateien oder so, die will man im Normalfall gar nicht mit hochladen. So, und da kann man folgendes machen. Man kann eine Git-Ignore erstellen. Ich mache das Ganze jetzt mal mit touch.git-ignore. Ist ein bisschen einfacher. Und dann haben wir hier so eine Git-Ignore-Datei und da können wir verschiedene Pattern reinschreiben. Ich habe in der Videobeschreibung noch einen Link reingepackt. Da ist eine Seite von Atlassian. Die haben da ganz gut eigentlich die ganzen Pattern aufgezählt. Und ich will euch nur so das Wichtigste eben kurz zeigen. Also ihr könnt zum Beispiel Ordner, ganze Ordner einfach sagen, okay, die sollen von Git ignoriert werden. Das heißt, die werden nicht einfach, die werden zu Git nicht hinzugefügt, die würden einfach von Git ignoriert, selbst falls sie hinzugefügt worden sind. So. Und da gibt es halt auch solche Pattern, wo man dann sagen kann, okay, Ranges oder also so ein bisschen Regex-like, falls ihr wisst, was Regex ist. So, genau, dann können wir eben ganze Ordner, einzelne Dateien wirklich nur oder auch einzelne Dateiendungen. Beispielsweise, was ich jetzt machen will als Beispiel, alles was XML ist, soll nicht mitgepusht werden oder mitgeedit werden. So, aber was auch das Wichtigste noch ist, also meiner Meinung nach eines der wichtigsten Pattern, die man noch wissen sollte, also man kann hier übrigens Kommentare reinschreiben mit einem Hashtag, das wird dann ignoriert und was man aber noch wissen sollte, ich will jetzt sagen, alle XML-Sachen sollen nicht mitgepusht werden, außer die Datei test.xml. Also mit dem Ausrufezeichen kann man das Ganze negieren, wenn es da drunter ist. So, das heißt, jetzt ignoriert er alle XML-Dateien außer test.xml. Das ist manchmal ganz praktisch. Ich kann mal ein Beispiel, was ich eben auf Benutzer erklären. Ich will meine IntelliJ-Sachen gar nicht mit sharen in der Git Repository, mit Ausnahme von den Run Configurations, also so startet man das Ganze und so nicht. Das kann man nämlich sharen und das ist ganz cool, dass man das sharen kann. Das Problem ist nur, dass es in diesem ganzen, in diesem Ordner mit diesen ganzen Konfigurationen gespeichert und hat dieselbe Dateiendung wie alle anderen Konfigurationsdateien. Das heißt, ich sage einfach, ohne die ganzen, also anstatt jetzt alle einzelnen Dateien, die das nicht sind, zu ignorieren, habe ich einfach gesagt, generell die Dateiendung ignorieren. Außer diese eine Datei. Jetzt, wenn wir hier jetzt eine, also bei Git Status, da müssen wir natürlich, okay, ist eine Git Ignore, müssen wir die Git Ignore natürlich erstmal hinzufügen. So, dann hat er die erst. Und dann, wenn wir jetzt eine neue Datei erstellen, machen wir mal hier rüber wieder touch.file.xml. So, haben wir jetzt hier die neu drin, aber wenn wir jetzt nochmal Git Status. Dann haben wir hier nur die neuen Git-Ignore drin, obwohl jetzt die Test, die File.xml ist. Andererseits sieht das anders aus, wenn wir sagen, okay, touch
test.xml, also das, was wir ja negiert haben, was er trotzdem erkennen soll. Wenn wir jetzt hier mit git-status wieder gucken, sagt er hier, okay, ist noch ein unchecked File, die ist neu, einfach hinzufügen und hinzugefügt. So, und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, die beiden sind neu dazugekommen. Ich committe das jetzt mal einfach mit git commit-m, so, edit git ignore. So, und clean wir das Ganze mal. Und genau, die file.xml, die wird dann für jeden User unique angelegt, wenn er die selber anlegt. Die wird einfach ignoriert. Und das ist für manche Sachen eben ganz praktisch. Und das war es auch soweit mit diesem Thema erstmal. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder.